ja, dann kommt noch die darwinische Theorie, die Evolutionstheorie. Die Evolutionstheorie ist erstmal kein Beweis für die Nicht-Existenz Gottes. Deswegen brauche ich hier gar nicht großartig auf die Evolutionstheorie einzugehen. Die Evolutionstheorie in sich selber ist kein Beweis für die Nicht-Existenz Gottes. Sie wäre nur, falls sie stimmt, falls sie komplett stimmt, ein Beweis dafür, dass die Welt anders entstanden ist, als es uns in der Bibel erzählt wird und als es uns im Koran erzählt wird. Ansonsten ist sie für nichts ein Beweis. Aber die darwinische Theorie hat viele Probleme, hat viele Ungereimtheiten. Das heißt nicht, dass alles an dieser Theorie falsch ist, aber es gibt viele Dinge, die man anders interpretieren kann. Beispielsweise, was wir von der, als Muslime, von der Evolutionstheorie verleugnen, ist nur das, was der Koran verleugnet. Der Koran sagt nicht, dass diese oder jene Ameise eventuell durch Mutation, Selektion, durch einen gelenkten evolutionären Prozess mit dem Willen von Allah entstanden sein kann. Dieser oder jene Fisch oder dieser oder jene Ameise oder was auch immer. Das sagt Allah nicht. Allah kann erschaffen, wie er will. Er kann auch aus einem Wesen ein anderes Wesen hervorkommen lassen. Aber was der Koran uns verleugnen lässt an der Evolutionstheorie, ist beispielsweise, dass der Mensch aus einem Affen entstanden ist. Hier kommen dann welche mit Fossilien. Homo erectus und so weiter und so fort. Und das waren andere, hier schau mal da und da haben wir diese Knochen gefunden und da haben wir diese Knochen gefunden. Was ist unsere Antwort darauf? Unsere Antwort ist, all diese Fossilien sind entweder ausgestorbene Affenarten oder ausgestorbene Menschenrassen. Ausgestorbene Affenarten oder ausgestorbene Menschenrassen. Und keiner kann anhand von Fossilien beweisen, dass diese Person oder dieses Fossil nicht eventuell eine ausgestorbene Menschenrasse ist. Ich gebe ein Beispiel. Nehmen wir einen Hund. Ein Hund kann sich mit einem anderen Hund paaren, der einer anderen Rasse angehört. Zum Beispiel ein Chihuahua, der kleinste Hund, kann sich mit einem Bernhardiner paaren. Da kann ein Mischling rauskommen. Das ist dieselbe Art. So. Stell dir mal vor, in 10.000 Jahren beispielsweise gibt es keine Hunde mehr. 10.000 Jahren gibt es keine Hunde mehr. Und man würde dann Knochenreste finden von einem Chihuahua und Knochenreste von einem Bernhardiner. Der Chihuahua ist so groß und der Bernhardiner ist ein Vieh. Würde irgendjemand auf die Idee kommen zu sagen, das ist dieselbe Art? Die konnten sich miteinander paaren. Aber zum Beispiel ein Pferd und ein Esel sind zwei unterschiedliche Arten. Wesentlich ähnlicher ein Pferd oder ein Esel, ein Pony oder ein Esel oder ein Bernhardiner oder ein Chihuahua? Vom Augenmaß her, wenn wir mit den Augen einfach beurteilen würden, würden wir sagen, das Pony ist dem Esel doch viel ähnlicher als der Bernhardiner dem Chihuahua. Aber es ist eben nicht so. Wenn das Pony sich mit dem Esel paart, oder wenn das kleine Pferd sich mit dem Esel paart, kommt ein Maultier raus, das sich nicht weiter fortpflanzen kann. Wenn aber der Bernhardiner sich mit dem Chihuahua paart, das sind beides Hunde, da kommt ein zeugungsfähiges Wesen bei raus. Das nur kurz dazu. Innani ahtadu ghaythan saqiyan